Ein einfacher Halloween-Look für wenig Geld? Let's go! Bevor ich aber mit dem Halloween-Look starte, schnappe ich mir alle Produkte, die ich für meine Base brauche. Da verwendet ihr am besten einfach Produkte, die ihr zu Hause habt. Falls ihr keine Produkte zu Hause habt, findet ihr alle, die ich hier verwende, bei Beeper online oder im Store. Ich habe mit dem Hydro Hero Primer von Essence begonnen und danach die Naked Drops und den Lightweight Lifting Concealer von Look bei Beeper verwendet. Dann bake ich alles. Ich will nämlich, dass mein Make-up den ganzen Abend hält. Und während das auf meinem Gesicht bleibt, mache ich Bronzer und Blush. Und dann bin ich auch schon in den Store gehüpft, um dort alle Produkte zu besorgen, die ich wirklich für den Halloween-Look brauche. Da habe ich mich für einen Lip Liner und Lashes von Essence entschieden. Eine Lidschattenpalette von Revolution. Die war sogar 25% vergünstigt. Dann habe ich einen schwarzen Eyeliner besorgt von Look by Beeper und einen weißen Kajal von Look by Beeper. Und zu guter Letzt habe ich mich noch für einen roten Juicy Bomb entschieden. Ich finde Glossy Lippen nämlich richtig toll. Und jetzt starten wir endlich mit dem Tutorial. Ihr schnappt euch einen feinen Pinsel und beginnt dann eure Schnitte aufzuzeichnen. Das soll das nämlich darstellen, also so, als wäre unser Gesicht so ein bisschen angeschnitten. Und nachdem ihr euch entschieden habt, wo diese ganzen Linien durch euer Gesicht gehen, startet ihr mit einem größeren Pinsel und blendet das wirklich richtig gut und lange aus. Das darf auch nicht zu dünn werden, ihr müsst dann nicht so vorsichtig sein. Ihr braucht nämlich jetzt noch genug Platz für den Lip Liner. Den versucht ihr, so gut es geht, möglichst in einer Linie durchzuziehen. Habe ich selbst nicht geschafft, wie man hier sieht. Hat aber trotzdem funktioniert, also keine Panik. Dann habe ich mir den Eyeliner geschnappt und begonnen, Nähte zu ziehen. Ihr könnt die gerade ziehen, so wie ich. Oder ihr macht Kreuze. Ich finde, beides sieht sehr cool aus. Und danach habe ich nochmal so einen rotbraunen Ton verwendet und so ein bisschen diese Linie nachgearbeitet. Und jetzt kommt der fast wichtigste Step. So bekommen die Nähte ein bisschen mehr Leben. Ich setze jetzt mit dem weißen Kajal eine Spiegelung. Spitzt den einfach immer wieder an, damit ihr wirklich gut präzise malen könnt. Der Kajal ist so weich, das funktioniert wirklich richtig gut. Danach habe ich mich für einen schwarzen Classic Wing entschieden. Den roten Lidschatten, den ich zu Beginn verwendet habe, auch noch auf meiner Wasserlinie aufgetragen. Mit dem roten Lip Liner meine Lippen umrandet. Und diese dann nochmal mit dem kleinen Pinsel ausgeblendet, Lashes geklebt und dann noch Gloss aufgetragen. Und das ist der fertige Halloween-Look, den ihr in 10 Minuten hinbekommt und der weniger als 20 Euro kostet.